Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Knights of the Old Republic und der Flucht vor Malak. Okay, ich dachte, wir müssen nochmal kämpfen, aber anscheinend sind wir direkt auf der Ebonhawk. Schiff guckt schon cool aus, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, aber Star Wars Empire at War ist ja ein Star Wars Spiel im Strategieuniversum. Und da gibt es Bodenschlachten und Raumschlachten. Und die Raumschlachten sind so ein bisschen wie Homeworld. Und die fand ich so cool damals. Vor allem die Galaktischen Kriege. Das war ein bisschen wie die Ringkriege aus Schlacht um Mittelerde, falls euch das was sagt. Also Strategie mit so ein bisschen Risiko-Ideen. Mit verschiedenen Ländereien, aber halt trotzdem Echtzeitstrategie. Mega cool. Jäger im Anflug! Das ist schon schwerfällig. Hallo? So weit bist du auch nicht weg, Blödmann. Aber jetzt kommt er wahrscheinlich gleich angeflogen. Ich sehe ihn nicht! Wo ist er? Ah, da ist er. Easy. Wo ist Bastila? Oh, ich bin wieder auf meinem goldenen Schiff. Wir trafen auf Malak. Er hätte uns umgebracht. Doch Bastila opferte sich. Wir konnten mit knapper Not entkommen. Du meinst, sie ist tot? Ha! Malak würde sie nicht töten. Er will ihre Kampfmeditation gegen die Republik einsetzen. Wenn sie der dunklen Seite verfällt, sind die Sith unbesiegbar. Wir können Bastila nicht helfen, also wir finden die Sternenschmiede zuerst. Nicht so eilig. Wir haben hier noch eine wichtigere Angelegenheit zu klären. Wir alle haben ein Recht darauf, die Wahrheit über euch zu erfahren. Wollt ihr es ihnen erzählen oder soll ich das tun? Ich werde es ihnen sagen. Ich bin Darth Revan. Revan? Wovon redest du? Soll das ein Witz sein? Das ist kein Witz. Der Rat der Jedi nahm Revan gefangen, löschte den Verstand des dunklen Lords aus und programmierte ihm eine neue Identität ein. Saul Karras erzählt es mir auf der Leviathan. Bastila hat es mir bestätigt. Du bist Darth Revan? Das ist hart. Kannst du dich noch erinnern, dass du mal der dunkle Lord warst? Kleine Dinge, ein paar seltsame Träume und Visionen, das ist alles. Nur ein paar Bilder? Das ist alles? Mehr nicht? Dann ist ja alles in bester Ordnung. Wenn du dich nicht mehr an dein Leben als Revan erinnerst, spielt deine Vergangenheit keine Rolle mehr. Du bist die Person, die du jetzt bist, richtig? Natürlich spielt das noch eine Rolle. Wer sagt uns denn, dass die alten Erinnerungen nicht wieder hochkommen? Woher wollen wir wissen, dass Revan sich nicht plötzlich gegen uns wendet? Während wir Malak auf den Fersen waren, saß ein früherer Sith-Meister direkt neben uns, lauschte all unseren Plänen und Geheimnissen. Dafür müsst ihr den Rat der Jedi verantwortlich machen und nicht mich, Karth. Aber ich bin kein dunkler Lord mehr, ich bin Relaxun und gehöre jetzt zu euch. Es tut mir leid, Karth, ich wünschte auch, dass es nicht wahr ist. Dafür müsst ihr den Rat der Jedi verantwortlich machen. Yep. Hey, du musst dich für nichts entschuldigen. Du hast ja nicht darum gebeten. Außerdem kenne ich dich. Du bist nicht mehr Revan. Egal, wer du warst, jetzt bist du einer von uns. Mission hat recht. Ich folge dem, der ihr heute seid, nicht dem, der ihr einst wart. Big Zed und ich bleiben bei dir. Wir verdanken dir unser Leben. Wir werden dich jetzt nicht verlassen. Wie könnt ihr sowas sagen, Mission? Die Sith haben meine Heimatwelt in Schutt und Asche gelegt.
Raven hat mir meine Familie genommen. Ja, aber ich habe ein goldüberzogenes Schiff. Wer will hier nicht bleiben? Jeder weiß, dass Malak den Befehl gab, eure Leute anzugreifen, Karth. Dafür könnt ihr Raven nicht verantwortlich machen. Jetzt ergibt das erst einen richtigen Sinn, Raven. Ich habe euch beobachtet und sah eure Grausamkeit, eure dunkle Seite. Und nun das. Ich weiß nicht, ob ich euch trauen kann. Kann das überhaupt einer von uns? Was hast du zu sagen, HK-47? Kommentar. Ich empfinde etwas sehr Ungewöhnliches, Meister. Warum? Was geschieht? Antwort. Mein gelöschter Kernspeicher wird aktiviert. Ich glaube, ich habe eine Art Heimkehrsystem, Meister. Das ist also der Stimulus, auf den du gewartet hast? Erläuterung. Ich glaube schon, Meister. Ich war mir meines Heimkehrsystems nicht bewusst, bis es aktiviert wurde. Offenbar stellt das Heimkehrsystem meinen gelöschten Kernspeicher wieder her, wenn ich zu meinem ursprünglichen Meister zurückkehre. Du meinst Drevan? Bestätigung. Richtig, Meister. Nach den Sith-Richtlinien muss der Speicher eines Droiden vor einem Einsatz gelöscht werden und wird nach seiner Rückkehr wiederhergestellt. Ich bin zu euch zurückgekehrt und stehe euch mit allen Funktionen zu Diensten. Es ist mir eine große Freude, euch wiederzusehen, Meister. Nun ja, ich muss zugeben, das klingt sogar ziemlich logisch. Bemerkung. In der Tat. Ich hoffe, dass wir bald wieder die Gelegenheit bekommen, gemeinsam zu kämpfen, Meister. Wow, wer hätte das gedacht? Vergesst nicht, dass wir hier von der Macht reden. Wenn jetzt Malak persönlich vom Himmel fiele, würde ich nicht mal mit der Wimper zucken. Gutes Argument. Wie sieht's mit euch aus, Julie? Tja, ich wusste immer, wer du bist, aber es war nicht meine Aufgabe, es dir zu sagen. Aber es ist gut, dass du es endlich weißt. Wusste er es tatsächlich? Ändert das etwas? Ich bin nicht hier, um über dich zu richten. Du wirst tun, was du tun musst. Und ich helfe dir dabei. Kandarus? Ihr habt die Clans der Mandalorianer im Krieg besiegt, Raven. In der ganzen Galaxis gab es niemanden, der uns sonst hätte übertreffen können. Wir haben weder vorher noch nachher jemanden wie euch getroffen. Wie könnt ihr überhaupt fragen, ob ich euch folgen will? Was immer ihr bekämpfen wollt, ist meine Fähigkeiten wert. Ich bin euer Mann bis zum Ende, Raven. Gleichgültig, wie das hier ausgeht. T3? Das war ein sehr glückliches Piepen, er ist am Start. Ich wusste, dass der kleine Kerl zu dir halten würde. Druiden sind nicht nachtragend. Karth? Die anderen scheinen euch zu vertrauen. Und ich sehe keinen anderen Weg, wie wir die Sith sonst aufhalten könnten. Malak ist unser Hauptfeind in diesem Spiel, nehme ich an. Welche Wahl habe ich also? Da habt ihr verdammt recht, ihr habt keine Wahl. Ich habe hier das Sagen. Keine Bange, ich bin Soldat. Ich lasse mich nicht von persönlichen Gefühlen leiten, nein, die dem Erfolg unserer Mission im Wege stehen können. Nein. Aber vergesst nie, dass ich einen heiligen Eid geschworen habe, die Republik zu verteidigen. Solange diese Mission noch nicht beendet ist, stehe ich an eurer Seite. Aber ich werde es nicht zulassen, dass ihr die Republik verratet. Das war's dann also. Machen wir weiter. Wir müssen immer noch eine Sternenkarte auskundschaften, wenn wir diese Sternenschmiede finden und Bastila retten wollen. An die Arbeit, bevor es zu spät ist. Stimmt, ich bin ja eigentlich, bevor ich gefangen genommen wurde, nach Manaan geflogen. Da war ja was. So, dann kann ich jetzt die Quest der Genuara dann abgeben und werde quasi Mitglied. Ich bin mir echt gespannt, was man da kriegt. Weil ich bin mir sicher, die Quest habe ich noch nie gemacht. Egal, wie oft ich es gespielt habe. Da war gerade Bastila für eine Millisekunde. Ich finde es auch gut, dass Juani nicht mal nach ihrer Meinung gefragt wurde. Mal so ganz nebenbei bemerkt. Ja? Aber es liegt daran, dass sie, glaube ich, ein optionaler Begleiter ist. Also du kannst sie ja sehr früh töten und hast sie dann gar nicht dabei. Wir müssen reden über mein Leben als Darth Revan. Wenn ihr bereit seid zu reden, ich bin es. Und? Ich kann euch nicht hassen. Ich habe es versucht. Ich wollte euch für all das, was ihr getan habt, verantwortlich machen. Für meine Frau, für Telos... Für Dastel. Aber ich kann es nicht.
Warum sollte es mir etwas bedeuten, ob ihr mich hasst? Vielleicht muss es das nicht. Ich hatte gehofft, meine Stellung bei euch würde euch etwas bedeuten, aber offenkundig tut es das nicht. Kann es vielleicht auch nicht. Mit Sauls Tod hatte ich die Rache, die ich immer wollte. Aber sie brachte mir nicht den Frieden, den ich mir erhofft hatte. Ihr habt eine Finsternis in euch, die von Revan stammen muss. Und doch besitzt ihr weit mehr. Ich sehe es, ich weiß, dass es da ist. Deshalb kann ich euch nicht hassen. Deshalb will ich keine Rache mehr. Ihr müsst nicht Revan sein. Ihr könnt viel mehr. Was immer die Jedi mit euch angestellt haben, ihnen habt ihr diese Chance zu verdanken. Was auch immer bisher geschehen sein mag, die Zeit ist nicht mehr fern, da werdet ihr eine Entscheidung treffen müssen. Und von da an gibt es kein Zurück mehr. Und wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Dann kann ich euch hoffentlich retten. Vor euch selbst. Okay, das war's. Du hast nichts mehr zu sagen? Nein. Ich vermute mal, jetzt werden nämlich so langsam die letzten Gespräche anfallen. Wie kann es möglich sein, dass ihr Revan seid? Der Jedi, dessen Truppen mich auf Taris gerettet haben. Es war Revan. Revan führte eine Armee an, um die Mandalorianer zu besiegen. Ihr wart das. Ihr gleicht der Person, die mich auf Taris gerettet hat, in keiner Weise. Ich bin wer ich bin, Juani. Ihr seid offenbar nicht mehr die Person, die ihr einst gewesen seid. Ich dachte, ihr wärt der ideale Jedi. Ich dachte, ihr würdet euch niemals gegen uns wenden. Doch es ist dennoch passiert. Ich bin der ideale Jedi. Ihr seid letztlich zur Gegenseite übergelaufen. Ich wollte es nicht glauben. Dann war ich ein alter dunkler Jedi. Jetzt habt ihr die Chance, alles wieder gut zu machen. Ihr könnt mit uns zusammenarbeiten. Für die Republik. Für den Orden. Wir können das, was ihr vor so langer Zeit ausgelöst habt, wieder in Ordnung bringen. Ich arbeite für mich selbst. Ihr könnt euch nur selbst dienen, indem ihr der Republik dient. Wenn ihr Malak besiegt, rettet ihr uns alle und euch selbst gleich mit. Die Zeit wird zeigen, welche Entscheidungen ihr trefft. Ich werde an eurer Seite stehen, bis es vollbracht ist. Wie kann ich euch... Okay, sie hat nichts, worüber sie reden mag. Hast du jetzt irgendwas zu sagen, Maybe? Stört es euch, dass ich Revan war? Ihr habt mich aus den Händen der gamorianischen Sklavenhändler befreit. Es ist mir egal, ob ihr Relaxun oder Revan seid. Ich habe euch meine Lebensschuld geschworen. Ich bleibe bis zum Ende bei euch, Relaxun, und ich werde euch nach euren Taten beurteilen, nicht nach eurer Vergangenheit. Okay, sonst hast du nichts zu erzählen? Ja, Lebensschuld, Fremdling, bla bla bla. Oder? Ah nee, ihr habt geschehen, was auf Kashyyyk... Ich seh's grad, hm? Die Sklavenhändler sind für das Geschehene verantwortlich, nicht ich. Chunda hat mir gezeigt, dass ihr alle gierig seid, aber auch, dass man euch benutzen kann. Solange ihr euch überlegen fühlt, ist es euch egal, was eure Untergebenen tun. Das ist mein Vorteil. Ihr habt eine Lebensschuld und ich werde sie ehren, aber ich diene auch mir. Mehr habe ich nicht zu sagen. Okilidokili! There was some kind of message I didn't expect it. Julie. Du hast doch was auf dem Herz? Nicht so wirklich. Warum habt ihr euch dazu entschieden, mich zu begleiten? Wegen deines Schiffs. Ich hatte den Klang von Triebwerken schon fast vergessen. Auf Kashyyyk gibt es nichts als brünftige Ulla. Schrecklich. Ihr wolltet also einfach auf meinem Schiff mitfliegen? Vielleicht wollte ich auch nur was zu essen. Aber was kommt da eigentlich aus dem Synthesizer? Machst du das verdammte Ding nie sauber? Wenn ihr eine Frage nicht beantworten wollt, alter Mann, dann sagt das. Mann, bist du ungeduldig. Wie hat deine Mutter das nur ausgehalten? Ständig dieses Gejammer. Babys sind süß, aber anstrengend. Weißt du, du erinnerst mich an jemanden, den ich vor Jahren kannte. Ein freundlicher Zeitgenosse. Mit einer großen Zukunft. An Revan? Ihr geht der Frage aus dem Weg. Stimmt. Ich sag dir was. Werde erstmal so alt wie ich, dann kannst du deine komischen Fragen stellen. Meinen Segen hast du. Egal, wo war ich? Ah ja, Andor Vex, so hieß der Kerl. Die Macht war ungeheuer stark in ihm. Er hat eine große Zukunft vor sich. Und ihr seid mit diesem Mann gereist? Ja. Aber nur weil die Macht in einem Menschen stark ist, heißt das nicht, dass er eine große Zukunft hat. Allerdings schadet es nicht, ihn im Auge zu behalten. Tja, jedenfalls stellte sich heraus, dass sich der arme Andor ein bisschen überschätzt hatte. Seine Vermessenheit führte schließlich zu seinem Fall.
Hat die Geschichte einen tieferen Sinn, alter Mann? Wieso? Ich dachte, wir plaudern nur ein bisschen über Andor. Oder hast du Konzentrationsprobleme? Der Typ war mir noch nie sympathisch. Ach ja, bei Andors Fall. Ich war noch ziemlich jung, als es passierte. Damals hat mich Andors Schicksal... Das ist ein richtiger Großkotz, finde ich. Warum seid ihr nicht einfach gegangen? Weil er einen großartigen Essensspender hatte. Und weil ich damals kein vorlauter und ungeduldiger Bengel war. Ich wollte Andor gerade seinem Schicksal überlassen, als sein Schiff von einem dimianischen Zerstörer überwältigt wurde. Du hast vermutlich noch nie von den Dimianern gehört, aber damals waren sie verdammt lästig. Ihr Anführer hieß Krat, ein riesiger Kerl mit großen Zähnen. Krat zerrte uns auf die Brücke seines Schiffs, um uns zu verhören. In diesem Moment wurde mir klar, wie es mit Andor weitergehen würde. Andor hat also Krat eliminiert, ja? Natürlich. Hast du mir nicht zugehört? Aber nicht so, wie man es erwarten würde. Andor hielt sich für unsterblich und stellte alle möglichen Forderungen. Lasst mich sofort frei, ich werde nichts sagen. Bla bla bla. Irgendwann hatte Krat genug und er brach Andor langsam das Genick. Ich sagte Andor, er soll den Mund halten. Ich glaube, er hat mir zugestimmt. Vielleicht war das aber auch nur ein Röcheln. Schließlich warf Krat Andor in diesen riesigen Reaktorschacht. Der arme Kerl wurde natürlich sofort aufgesogen. Auf dem Weg nach unten muss Andor irgendwas zerstört haben. Ich erinnere mich nur noch, dass plötzlich alle Alarmsysteme des Schiffs aktiviert wurden. Ihr scherzt. Ich konnte mich gerade noch auf unser Schiff retten, bevor der Zerstörer explodierte. Krat nahm ein unrühmliches Ende und die Dimianer haben sich nie mehr erholt. Der Zwischenfall hat die Politik des ganzen Sektors nachhaltig verändert. So viel zu Andors Schicksal. Komische Geschichte. Ich hasse euch, alter Mann. Tja, Undank ist der Weltenlohn. Ich erzähle dir hier eine spannende Geschichte und was ist der Dank? Verdammter Egoist. Na egal. Jedenfalls ist meine Kehle trocken und du ärgerst mich. Du hast doch... Gott sei Dank hat er nichts mehr zum Sagen. Der Typ ist ja nur noch sympathisch. Ja. Erzählt mir von damals, als ihr für Davik gearbeitet habt. Ja, das war, ist ja länger überfällig, die Geschichte. Arbeit für Davik war in etwa so, als würde mir jemand einen Nagel durch den Kopf treiben. Man merkt, da ist etwas Neues, aber am Ende hat man auch etwas verloren. Leute zusammenschlagen, die nicht bezahlen wollten oder konnten. Seine Konkurrenten einschüchtern, auf seinen Befehl hin Leute umzubringen. Anstrengende Arbeit, aber nichts Anständiges. Ihr habt also seine Rivalen eliminiert. Ich habe schon viele Leute vernichtet. Ich kann nicht behaupten, dass ich stolz darauf bin, aber es ist nun mal so. Kriminelle, Konkurrenten, Geschäftsleute, Polizisten, Frauen, Kinder. Jedi waren eine größere Herausforderung. Aber die ließen sich in den Slums nun mal nicht blicken, bis ihr daherkamt. Aber ich wollte euch nie herausfordern. Hatte nie das Bedürfnis. Vielleicht wusste ich, dass ich nicht gewinnen konnte, wie in all den Jahren zuvor. Eine kluge Entscheidung. Ja, möglicherweise. Ihr hättet mich wahrscheinlich wieder besiegt. Ja, vielleicht hättet ihr das. Aber ihr wart nicht mehr so wie früher. Das kann ich sagen. Ihr habt euch verändert. Und ich möglicherweise auch. Ich erinnere mich an eine Zeit, da konnte ich tun, was ich wollte. Menschen vernichten, zum Krüppel machen, ihr Leben vernichten. Mir war alles gleich. Doch jetzt. Jetzt, da ich älter bin, schaue ich zurück und bereue. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich niemals Reue empfinde. Im Spiel zumindest, mein Charakter nicht, okay? Der war gut. So sollte ein Krieger sein. Wie das, was ihr in einem Mandalorianer seht. Ein Mandalorianer? Ich bin mir nicht mal sicher, was das sein soll. Die Mandalorianer sind Vergangenheit, besiegt von der Republik und weggefickt von der Zeit. Ich schaue zurück und bereue alle Möglichkeiten, die ich als Krieger oder auch später noch hatte. Ich hätte nicht so werden sollen.
nicht, wenn so viele andere Dinge geschehen, aber ich fühle mich, als hätte sich tief in mir etwas geändert. Ich weiß nur nicht, was es ist. Das ist eines Kriegers unwürdig. Lasst uns weitermachen, bevor ich noch sentimental werde. Okay. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? HK Canarus kämpft. Okay. Macht irgendwas Männliches. Rawr. Aussage. HK. Ich möchte versuchen, einen Teil deines Speichers wiederherzustellen. Habe ich doch, Kommentar. Oder? Kommentar. Das ist nicht nötig, Meister. Ich bin zu euch zurückgekehrt. Mein Kernspeicher ist voll funktionsfähig. Ja, denke ich mir doch. Aussage. Ich bin wieder voll funktionsfähig, Meister. Ich diene Revan und bin euer persönlicher Kampfdroide. Nach der Reaktivierung meines Neutralisierungsprogramms werde ich mit Freuden alle Missgeburten atomisieren, die sich euch in den Weg stellen. Aussage. Liebevoll. Weißt du, du musst mich nicht meistern. Doch, muss er. Also, du hast ursprünglich Revan gehört. Aussage. Ja, Meister. Ihr habt mich entworfen, kurz nachdem ihr beschlossen hattet, mit eurem Schüler die Galaxis zu unterwerfen. Ich sollte im Mandalore-System jemanden ermorden. Leider wurde ich beschädigt und konnte nicht zu euch zurückkehren. Ausruf. Das beschäftigt mich bis heute. Wäre ich zurückgekommen, hätte ich euch sicher vor den Jedi und dem Verrat eures Schülers retten können. Du findest das als belastend? Aussage. Natürlich, Meister. Ihr habt mich erschaffen. Fleischsack hin oder her. Und auch wenn ihr noch nicht ganz der seid, der ihr einmal wart. Ich danke euch für meine Existenz. Also, warum dann diese Fleischsack-Bemerkung? Antwort. Ihr wart es, der mich so programmiert hat, Meister. Euer Fair Schüler enough. Hat mich einmal gefragt, was ich von ihm halte. Also sagte ich ihm meine Meinung über Fleischsäcke. Ihr fandet meine Bemerkungen komisch. Also habt ihr mich darauf programmiert, diesen Begriff weiterhin zu benutzen. Ich habe euren Schüler damit fast zur Verzweiflung getrieben. Also, Malak war ursprünglich mit Fleischsack gemeint? Das gefällt mir. Bemerkung. Aber natürlich tut es das, Meister. Genau wie damals. Erinnere ich dich stark an Revan, den du kanntest? Bemerkung. Aber ja, Meister. Ihr habt diese vertraute Grausamkeit des Meisters, den ich kannte. Ihr scheint viel vergessen zu haben, aber in gewisser Weise seid ihr besser als der Mensch, den ich einst kannte. Es ist schwer zu erklären, Meister. Weißt du etwas über die Sternenschmiede? Antwort. Nein, Meister. Ihr habt mich nie in die Geheimnisse der Sternenschmiede eingeweiht. War wahrscheinlich besser so. Was kannst du mir von Malak erzählen? Kommentar. Euer ehemaliger Schüler ist tüchtig und brutal. Selbst für ein organisches Wesen. Er war mir sofort sympathisch, als ihr ihn mir vorgestellt habt. Hätte ich geahnt, was er euch antun würde, Meister, hätte ich ihn auf der Stelle atomisiert. Danke. Das wäre dann alles. Wie ihr wollt, Meister. Wiedersehen. Hey, was kann ich für dich tun? Über den Bruder sprechen? Weißt du denn gar nichts auf dem Planeten, auf dem wir jetzt aufhören? Okay, bezüglich des Bruderthemas hat sie anscheinend echt keinen Bock mehr. Ich wollte nur reden über mein Leben als Revan. Wenn du dich nicht mehr an dein Leben als Revan erinnerst, spielt deine Vergangenheit keine Rolle mehr. Du bist die Person, die du jetzt bist, richtig? Das ist so tiefgründig. Es macht euch also nichts aus? Ich sehe in dir nicht den dunklen Lord der Sith, sondern einen Freund, der mit uns durch dick und dünn gegangen ist. Vergiss nicht, Malak wollte Taris zerstören. Okay. Was mich wundert, ist, dass sie über diese Geschichte mit ihrem Bruder nicht reden mag. Kann das sein, weil mein Moralsystem, also weil ich quasi zu böse bin? Keine Okay. Weil ich erinnere mich eigentlich, dass man eine Quest mit ihr hatte, mit Mission und ihrem Bruder. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Nee, ich nehme Juoni mit. Oder? Nee, Canarus. Hatte ich jetzt eine Weile nicht mehr dabei, der Stufe 14. Ja. Level Aufstieg. So. Barajiks Handschuhe. Ja, du hast ja schon das beste Gear, was du anziehen kannst. Da muss ich nichts mehr machen.
Okay. Wer ist er? Der ist ja gerade gespawnt, der war da vorher nicht. Seid gegrüßt, Mensch. Habt ihr kurz Zeit? Es geht um den dunklen Lord der Sith. Ich bin der dunkle Lord der Sith. Ja, Mensch, ich weiß. Deshalb habe ich euch angesprochen. Woher wisst ihr, wer ich bin? Hört mir zu. Dann wird euch alles klar. Mein Name ist Ziagrum. Ich bin ein Geschäftsmann. Mein Partner und ich handeln mit seltenen Artefakten, wertvollen und mächtigen Artefakten. Ihr gehört zur Exchange. Aber nicht doch! Wir sind unabhängige Händler, aber natürlich machen wir gelegentlich auch mit der Exchange Geschäfte. Traditionell arbeiten wir mit dem Besitzer der Ebon Hawk zusammen. In letzter Zeit war das Davik Kang. Vor ihm ein gewisser Ati Nota, Devo Foral Huxer, aber ihr seid anders. Ihr habt keine Verbindung zur Exchange, das ist ein Problem. Schlimmer noch, ihr seid ein Jedi, nicht die Art Kunde, mit denen wir normalerweise Geschäfte machen. Kommt zum Punkt. Woher kennt ihr meine wahre Identität? Die Ebon Hawk wurde in verschiedenen Systemen gesehen. Wir wollten wissen, was ihr vorhabt, also habe ich bei eurem letzten Aufenthalt auf diesem Planeten einen Sender auf eurem Schiff versteckt. Dank des Senders wussten wir von euren Problemen mit dem Leviathan. Als wir davon erfuhren, haben wir ein paar Quellen innerhalb der Sith-Flotte angezapft. Quellen? Welche Quellen? In der Sith-Flotte dienen Millionen von Soldaten und einige von ihnen handeln mit Informationen. Nicht einmal hochrangige Offiziere können eine kleine Spende widerstehen. Eure Eskapaden auf der Leviathan haben für große Unruhe gesorgt. Natürlich hat Malak versucht, eure wahre Identität geheim zu halten. Es gab sogar einige Exekutionen, sozusagen, zur Abschreckung. Aber selbst wenn man alle Aufzeichnungen zerstört und lästige Zeugen zum Schweigen bringt, irgendwas zickert immer durch. Man braucht nur genug Geld, um die Puzzleteile zusammensetzen zu können. Was will er? Kommt zum Punkt. Wir wissen, was auf der Leviathan passiert ist. Wenigstens wissen wir genug. Ihr seid Darth Revan. Und ihr wollt Malak für seinen Verrat zur Rechenschaft ziehen. Okay, und was hat das mit euch zu tun? Mein Partner und ich handeln mit überaus seltenen und mächtigen Artefakten, Waffen, Rüstungen. Einfach mit allem, was ihr für euren Krieg gegen Malak und die Sith braucht. Und ihr wollt mir diese Artefakte überlassen? Ich habe die Ware natürlich nicht hier. Das Material ist bei meinem Partner. Aber wenn ihr genug Credits habt, gehört es euch. Schließlich wollen wir in der Sache etwas verdienen. Geht in die Dreschte-Kantine auf Korriban. Sucht dort einen Rodianen namens Mika Dorin. Sagt ihm einfach, dass Ziagrum euch schickt. Ich komme vorbei, wenn ich mal wieder auf Korriban bin. Mika wartet euch schon. Sagt ihm einfach, dass ihr die Premium-Objekte sehen wollt. Soll ich das gleich machen? Ich meine, ich bin im Hangar. Ich mach's gleich, ich bin im Hangar. Vielleicht gibt's da nämlich richtig krassen Shit. Ich speichere aber mal hier, falls es nur Crap ist. Bin ich mal gespannt, was man da kaufen kann. Korriban. Cutscenes brauche ich nicht. Ich glaube, ich gehe auch alleine raus. Auf meinem goldüberzogenen Schiff. Also Respekt doch an die Leute, die das Spiel alleine durchspielen. Also ohne Begleiter. Wobei das manchmal gar nicht geht, fällt mir gerade so ein. Du musst ja manchmal Leute mitnehmen. Ja gut, man kann die ja dann stehen lassen oder so. I don't know. Da vorne ist er. Der Bre. Aber zu dem muss ich nicht. Ich glaube in KOTOR 2 hat man mit der Chunker Corporation und der Exchange mehr zu tun. Dark Vessel. Mika Dorin. Okay, du bist es tatsächlich. Dich kannte ich hier schon. Ziegrum sagt, dass ihr besondere Gegenstände verkauft. Ja, an den richtigen Käufer. Normalerweise war der Besitzer der Ebon Hawk mein Kontaktmann für Geschäfte. Aber in Vergangenheit gehörte der Besitzer immer zur Exchange. Da. Was genau habt ihr zu verkaufen? Zeigt mir eure Premium-Objekte. Lebenserhaltungskits.
Verpinenfaserpanzerung. Jürgen Kolters Energieanzug. Okay, das Ding ist mächtig, hat 10 Verteidigung, Resistenzen gegen Kälte, Feuer, Schall und ist aufrüstbar. Stabilisationsmaske. Boah, auch sehr gut. Aber leider ist das eine Rüstung. Oder zählt das gar nicht als Rüstung? Diese Masken. Und ich bin ein Idiot. Hab ich das schon ausprobiert? Wenn ich jetzt beispielsweise die Sith-Maske anziehen würde oder so? Man sagt, dass ihr einen Jäger auf eure Beschreibung passt, auf Tatooine einen Kreisdrachen geschlagen hat. Ich weiß warum. Ja, okay, er war jetzt besorgt, warum auch immer. Das Ding wäre Mittel, kann ich eh nicht anziehen. 5 Stärke Handschuh, yo. Rettungswürfe plus 4, Geschicklichkeit 2. Das ist ein gutes Ding. Verfassung 4, Geschicklichkeit 4. Okay, ich gebe zu, der hat tatsächlich geilen Shit. Gebe ich offen zu. Mal schauen, wie viel Geld ich zusammenkriege und was ich dann kaufen kann. Das brauche ich nicht. Das brauche ich eigentlich genau genommen auch nicht. Diese ganzen Lichtschwerter, die ich noch habe, brauche ich eigentlich auch nicht. Es ist nur unübersichtlich, wenn ich die alle behalte, deswegen haue ich die jetzt mal weg. Das ist Bastilas Schwert hier. Ich habe Bastilas Ausrüstung im Inventar. Oder? Nein, nur ihr Zwillingslaserschwert, warum auch immer. Komisch. Credits. Ich hab noch hier eine Menge Blaster. Ionengewehr, Bowcaster. Sith-Sturmgewehr. Jede Menge Granaten. Oh. Also, wenn ich alles verkaufe, dann kann ich mir, glaube ich, alles leisten, was ich will. Mal ganz nebenbei bemerkt. Kann ich das überhaupt anziehen? Ja, kann ich. Sprengstoff 4. Ist da auch drauf. Ja, dann weg damit. Energiehandschuh brauche ich nicht. Den brauche ich. 1 gegen Elektrizität. Ich verwende es ja eigentlich doch nicht, aber ich behalte es trotzdem mal. Die habe ich auch nicht verwendet. Die Minen werde ich auch nie verwenden. Keine eines Crate-Drachen. Druiden-Sachen. Okay, jetzt habe ich einfach mal nur das verkauft, was ich wirklich nicht brauche. Mal schauen. Ich hätte ganz gerne diesen Gürtel. Ich hätte ganz gerne das Ding hier mit 4 Geschicklichkeit. 4 Verfassung. Brauche ich eigentlich nicht. Hätte ich gesagt. Wunden und Verletzungen binnen weniger Sekunden zu heilen. Also ich heile mich während dem Kampf. Die Frage ist, wie schnell ist das tatsächlich? Den 5-Stärke-Handschuh, der wäre noch nicht schlecht. Okay, dann lass mich hier noch ein bisschen Shit verkaufen. Das kriegen wir hin.
Von ein paar Sachen behalte ich noch was. Das da brauche ich nicht. Das da eigentlich auch nicht. Die Perle eigentlich auch nicht. Kann ich nur einmal reintun. Schädelplatten brauche ich nicht. Jetzt wird's enger mit dem Geld. Den Blaster brauche ich nicht. Ach komm, die Sachen verwende ich auch nicht. Weg damit. Davon brauche ich nur eine. Packers Zeremonieklinge. Pff. Am Arsch. Davon brauche ich nicht so viele. Kristall Rupert. Brauche ich nicht. Warte mal, Detonatoren. Okay, wie viel kostet das? 22,5, ne? Fuck. Reicht knapp nicht. Ne, Medkits zu verkaufen ist dumm. Einmal Detonatoren. Verkaufe ich einen. So. Okay. Damit bin ich pleite. Das heißt, wenn ich jetzt bei den Genoharadern was kaufen kann, war das dumm. Dann würde ich jetzt nämlich wahrscheinlich hier den hier anziehen. Erhöht meine Verteidigung nochmal. Rettungswürfe und Geschicklichkeit. Ich will einfach nur ein Verteidigungsmonster sein und mit meiner Macht um mich werfen. Im Nahkampf zu kämpfen. Habe ich bereits aufgegeben. Also es hat sich auf jeden Fall... Jäger im Anflug! Gelohnt. Sowas gibt es übrigens auch in SWTOR, also dem Online-Rollenspiel, dem MMO von Star Wars. Und da ist es ganz gut gemacht sogar. Macht sogar eigentlich Bock. Zu Raumschlachten. Vor allem mit einem vergoldeten Schiff. Lel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 
So, aber was es mit den Genoharadern auf sich hat, das, meine lieben Leute, erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken und bis dahin. Ciao, ciao.